Ausland, Ausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Ausland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde. Heute in Horseland. Um auf der Titelseite eines Magazins zu erscheinen, würde Chloe alles tun. Jede in der Szene, die was von Mode versteht, würde sich darum reißen. Nicht in diesen Klamotten. Das ist viel zu gefährlich. Trine, so schnell bist du ja schon lange nicht mehr gelaufen. Trüffel, Trüffel. Ich brauche Trüffel. Oh, ich rieche Trüffel. Ob ich Trine darauf aufmerksam mache, dass in einer Matschpfütze keine Trüffel wachsen? Oh, wo sind diese köstlichen Trüffel? Trine, pass auf! Trine, alles in Ordnung? Angora, warum hast du Trine nicht vor der Pfütze gewarnt? Sie hätte sich verletzen können. Es ist doch nicht meine Schuld, wenn sie außer Trüffeln nichts mehr im Kopf hat. Du weißt doch, Trine hasst es, schmutzig zu werden. Okay, ich hätte sie warnen können. Aber es sah so verdammt komisch aus. Oh, schon gut, aber jetzt zu den Trüffeln. Sarah, Alma, wartet auf mich. Hey, Molly, da bist du ja schon. Schickes Trikot. Kelinda, sehr hübsch. Danke. Das habe ich gestern genäht. Ich habe einen ganz neuen, dehnbaren Stoff verwendet, sodass ich mich beim Reiten besser bewegen kann. Das ist super cool. Ich wusste nicht, dass du nähen kannst. Das habe ich in der Schule gelernt. Und jetzt ist es mein Hobby. Habt ihr eine Ahnung, wer das ist? Irgendwelche Fremden. Sie halten am Haus an. Lasst uns mal gucken. So, das ist also Horseland. Hübsch. Sehr hübsch. Ah, hier vielleicht? Na, Bein da. Noch nicht ganz. Ja, so ist es besser. Lass mal sehen. Irgendwas fehlt hier noch. Perfekt! Ein Motiv von mir ist kein Motiv von mir, wenn ich nicht drauf bin. Fantastico! Und jetzt werden wir diesen Horseländern mal zeigen, was Sache ist. Er ist es! Erst wer? Das hätte ich mir ja denken können. Warum geben wir uns eigentlich mit solchen Ungebildeten? Zoe, wir wissen, was du denkst, aber mach es einfach kurz und sag uns endlich, wer das ist. Das, meine Liebe, ist der coolste, heißeste... angesagteste Modedesigner auf dem ganzen Planeten. Mike Michelangelo. Okay, aber was will der hier? Mike spricht mit Bennys Eltern über Modefotos. Hier auf Horseland? Ich glaube, ich werde verrückt. Ich habe eine neue Modelinie. Hast du gehört? Er hat eine brandneue Modelinie entworfen. Ich glaube es nicht. Ist aber so. Kneif mich mal. Mal sehen, was Chloe und Zoe rauskriegen. Was ist eigentlich los? Hier scheint irgendwas in der Luft zu liegen. Ich habe das Gefühl, es geht um diesen Fotografen, den Typen mit der ausgefransten Mähne. Chef, weißt du zufällig irgendwas? Ja, wir haben ein bisschen gelauscht. Dieser Mike Michelangelo will hier auf Horseland Modefotos machen. Woher weiß der, dass ich hier bin? Vielleicht nimmt er mich. Ich bin auch hübsch. Ihr werdet es nicht glauben. Mike sucht einen Ort, um seine neue Kollektion zu fotografieren. Die Bilder sind für die Modebeilage der Zeitschrift Dein Pferd und Du. Und? Es geht um Dressurkleidung. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Da seid ihr jetzt wohl sprachlos. Wie dem auch sei, er hat sich für Horseland entschieden. Er kommt hierher. Ich liebe es. Es ist so, so... Wie kann ich es euch beschreiben? Es lebt. So unverfälscht. Fantastico, Leute. Echt fantastico. Autsch. Du bist aber ein nettes Pferdchen. Der versteht ja überhaupt nichts von Pferden. Und so einer entwirft Dressurbekleidung? Mike Michelangelo.
Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ich sehe, du trägst die Pfauenaugenohrringe aus meiner letzten Frühjahrskollektion. Ausgezeichnet. Meine Lieblingsohrringe. Ich besitze sogar zwei Paar. Haben Sie schon ein Konzept für Ihre Modefotos? Mein Konzept ist sehr einfach. Brillant, aber einfach. Die Repräsentation des soziologischen Gleichgewichts der Retro- und postmodernen Einflüsse unter dem Aspekt... Soziologischen Gleichgewichts der Retro- und postmodernen Einflüsse von was? Von was? Von gar nichts. Gibt's wirklich einen, der das versteht? Na und was soll das alles mit Mode zu tun haben? Ganz besonders mit Dressurbekleidung. Oh, das kann man nicht erklären. Man muss es fühlen. Ignoranten. Dies sind die Modelle. Die Mike Reit Bluse, die Mike Reit Jacke, die Mike Reit Hose, der Mike Reit Helm. Und das ist erst die Grundgarderobe. Das ist genial, Mike. Ja, ja, Mädchen, ich weiß. Okay, Leute, lasst uns anfangen. Solange wir noch Tageslicht haben. Denkt der wirklich, in den Klamotten kann man reiten? Dieser Typ weiß wohl nicht, dass Dressurbekleidung eine lange Tradition hat. Ich meine, es gibt nun mal einen Grund dafür, dass diese Reitanzüge so sind, wie sie sind. Na, was haltet ihr von dieser Fotoaktion? Willi, hast du Mikes Entwürfe mal gesehen? Das kann doch keiner anziehen. Einfach lächerlich. Ridicoloso. Mal abgesehen davon, wie sie aussehen. In dem Zeug kann man gar nicht reiten. Außerdem setzt sich doch kein Reiter so angezogen auf ein Pferd. Keine Chance. Ich glaube, ein Designer wie Mike macht sich darüber keine Gedanken, Sarah. Wieso haben Bennys Eltern dem Ganzen eigentlich zugestimmt? Das ist kostenlose Werbung. Ein paar gute Fotos von Horseland in deinem Pferd und du können nicht schaden. Ist eine Gelegenheit. Wir könnten ein bisschen Werbung vertragen. Und es ist ja nur eine einmalige Sache. Also was soll's? Tja, da ist noch etwas. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar... sehr gut. Ich brauche euch in einer halben Stunde am Set, okay? Hä? Was soll das heißen? Was sollen wir am Set? Ihr seid die neuen Models für seine Fotos. Es wird gigantisch aussehen, wenn ihr im Hintergrund auf euren Pferden vorbeireitet und dabei Stücke aus meiner neuen Kollektion tragt. Ja, das wird großartig. Aber was sollen denn die anderen Reiter von uns denken, wenn sie uns so sehen? Genau, wir können uns ja nie wieder bei einer Meisterschaft blicken lassen, ohne ausgelacht zu werden. Die Anzüge sehen nicht sehr bequem aus. In denen kann man sich bestimmt nicht bewegen und reiten schon gar nicht. Mike hat das Konzept geändert. Wir brauchen nicht zu reiten. Willi sagt, alles, was wir tun müssen, ist im Hintergrund herumzustehen. Weit im Hintergrund, hoffe ich. Ich glaube, ihr habt irgendwas nicht begriffen. Für Mike als Model zu arbeiten, ist ein Traum. Von ihm fotografiert zu werden, ist eine Ehre. Na dann fühle dich mal geehrt. Jede in der Szene, die was von Mode versteht, würde sich darum reißen. Hey! Von Mode verstehe ich was. Sieh, Mollys selbstgenähte Sachen sind echt schön. Und sehr bequem. Naja, das ist Geschmackssache. Diese drei Dummhühner werden uns noch alles verderben. Ja, denen fehlt jede professionelle Einstellung. Uns nicht. Heißt das, ihr seid Profimodels? Na, wir haben zweifellos das Zeug dazu. Hey, da ist ja Benny. Erzähl ihm, was los ist. Hi, Benny. Was gibt's denn? Tolle Neuigkeiten. Zoe und mir ist was Fantastisches passiert. Und das ist auch gut für Horseland. Ich habe gehört, wir müssen alle bei diesen Aufnahmen mitmachen. Also ehrlich, ich finde das ausgesprochen beschämend. Naja, wenigstens brauchen wir nur im Hintergrund rumzustehen. Eins muss ich euch sagen. Wir haben die Entwürfe gesehen. Unsere Freunde werden aussehen wie Zirkusclowns. Nein, 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 nein. Das ist völlig unmöglich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das Licht ist viel zu altmodisch. Wo ist die fantastische Ausleuchtung, die wir besprochen hatten? Nein, das gefällt mir so überhaupt nicht. Also, alles nochmal. Hier in meinem Buch über das Dressurreiten steht, die Dressur basiert auf militärischen Disziplinen und so ist auch die Uniform des Dressurreiters traditionell festgelegt. Erzähl das mal unserem Mode-Mike. Vielleicht sollte ich mal Dressurbekleidung entwerfen. Die sehe dann allerdings ein bisschen anders aus. Was sollen wir denn jetzt bloß machen? Dieser Mike hat bestimmt lange an seiner Kollektion gearbeitet. Aber kein Reiter, der seinen Sport ernst nimmt, wird diese Anzüge tragen. Sarah, die kauft doch eh keiner. Ich weiß nicht, ob das alles wirklich eine gute Werbung für Horseland ist. Warum sprechen Sie nicht direkt mit Bennys Eltern darüber?
Na, weil sie höchstwahrscheinlich Angst davor haben, als Unruhestifter dazustehen. Davor sollten sie am wenigsten Angst haben. Mir persönlich kann es gar nicht unruhig genug werden. Mike will, dass wir alle rauskommen, so schnell wie möglich. Und alle heißt auch die Pferde. Fantastico! Ihr seht fantastisch aus! So, und jetzt alle rauf auf eure Pferde. Okay, wer möchte zuerst? Ich! Wir fangen mit dir an. Passt auf, lasst sie nicht fallen. Los, steig auf dein Pferd. Ich kann mich nicht bewegen. Es kann auch an mir liegen, Mike. Aber ich kann mich nicht rühren. Die Anzüge sind traumhaft, aber ein bisschen steif. Traumhaft, du sagst es, traumhaft. Setzt sie aufs Pferd. Exzellent, ganz exzellent. Ich bin begeistert. Und jetzt der Rest von euch, bitte aufsteigen. Du siehst toll aus, Zoe. Der Mann ist ein Genie. Du siehst auch toll aus, Chloe. Ihr vier auf der linken Seite sagt ja gar nichts. Wie gefallen euch die neuen Mike-Modelle? Genial. Einmalig. Sehr hübsch. Ja, mega fantastico, super. Sehr gut. Also, dann guckt auch ein bisschen begeisterter. Wo ist mein Cappuccino? Ich brauche ein Cappuccino! Was sollte das denn? Warum haben wir ihm nicht einfach die Wahrheit gesagt? Diese Klamotten sind unmöglich. Man kann nicht drin sitzen. Und man kann sich auch nicht drin bewegen. Atmen kann man auch nicht. Und durch dieses Ding kann man auch nichts sehen. Nützt ja nichts. Wir müssen einfach das Beste draus machen. Nur gut, dass wir nicht reiten müssen. Also, meine Lieben, seid ihr bereit? Gut. Und jetzt die Models. Nein, nein, nein. Die Bildkomposition stimmt überhaupt nicht. Die Reiter ein bisschen nach links. Von mir aus links. Noch weiter. Noch weiter. Stopp. Auseinander. Mehr zu mir her. Links, links. Gut, gut, danke. Würde es euch etwas ausmachen, dafür zu sorgen, dass eure Pferde etwas glücklicher aussehen? Cappuccino. Taschentuch. Staubwedel. Ich glaube, wir sind fertig. Sieh, ich hoffe, du hast recht. Großartig, ganz fantastisch, Leute. Poesie auf Hufen. Und jetzt brauchen wir diese, na, wie heißen diese Dinger noch gleich? Ihr wisst doch, wo ihr immer rüberspringt. Hindernisse? Nicht in diesen Klamotten. Das ist viel zu gefährlich. Es wird nicht gesprungen, auf gar keinen Fall. Aber du kannst doch nicht im Ernst wollen, dass sich diese jungen Leute eine so einmalige Chance entgehen lassen. Stellt euch mal vor, eine von euch auf der Titelseite von Dein Pferd und Du. Tut mir leid, Willi, aber Mike hat recht. Chloe und ich werden springen. Wir müssen nur wissen, wie hoch. Ich werde Bennys Eltern anrufen. Keiner springt, egal wie hoch, bis ich zurück bin. Ich verstehe das nicht, Chef. Warum sagen diese Kinder nicht klar und deutlich, was sie denken? Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder sie wollen sich nicht unbeliebt machen oder sie wollen niemanden verletzen. Ach, herrje, wie langweilig. Sie gehen aber auch jedem Konflikt aus dem Weg. Ganz schön feige. Okay, wer von euch möchte zuerst springen? Mir reicht es jetzt. Wir müssen was unternehmen. Ja, das hätten wir schon lange tun sollen. Wir dürfen sie nicht springen lassen. Ich werde mal mit den beiden sprechen. Meine Arme sind steif. Alter vor Schönheit. Nein, das hier war deine Idee. So, ihr beiden, ich sehe schon, euch fehlt es ein bisschen an Motivation. Wie wär's? Wer von euch beiden zuerst springt, kommt garantiert auf die Titelseite. Alles klar.
Sehr gute Entscheidung. Also los. Nein, Chloe! Man kann sich in dem Zeug kaum bewegen und ganz bestimmt nicht springen. Wir sollten anfangen. Chili, das ist unsere Chance. Keine Angst. Wir werden berühmt. Und los! Vorsicht! Ich kann nicht hingucken. Nein! Oh mein Gott, Chloe! Wir kommen! Bist du verletzt? Was ist passiert? Du bist gestürzt. Hast du Schmerzen? Ich kann mich nicht bewegen. Gelähmt? Nein, nein, doch nicht, weil ich verletzt bin. Wegen dieser bescheuerten Klamotten. Die Titelseite kannst du vergessen. Dieses ausgestopfte Zeug verhindert wenigstens blaue Flecken. Jetzt guckt mich doch nicht so an. Ihr könntet mir hier raushelfen. Würden wir ja gern, aber es ist leider unmöglich, ohne fremde Hilfe vom Pferd zu steigen. Ich habe Bennys Eltern erreicht. Keine Fotos mehr. Ach, und was ist der Grund dafür? Sie haben gesagt, wenn sie gewusst hätten, wie gefährlich das ist, hätten sie niemals zugestimmt. Und noch was. Wenn irgendjemand oder irgendwas verletzt oder beschädigt wird, müssen sie persönlich dafür haften. Ich bin ja so froh, dass du keine Verletzungen hast. Das musst du mir schriftlich geben. Keine Chance. Ich habe mir meinen linken Arm verstaucht. Ich kann gar nicht schreiben. Benny, deine Eltern wollten wissen, warum wir ihnen nicht eher Bescheid gesagt haben. Die haben mich ganz schön zur Schnecke gemacht. Kann ich auch verstehen. Ich hätte was sagen müssen. Wir hatten es doch alle geahnt. Es war nicht deine Schuld. Molly hat recht. Tut uns leid, Willi. Wir hatten nicht den Mut, was zu sagen, weil wir uns nicht blamieren wollten. Alles wegen dieser Klamotten. So ein Blödsinn. Findet ihr nicht auch? Richtig, Alma. Ich hab noch Glück gehabt. Das ist eine Katastrophe. Dein Pferd und du erwarten meine Fotos heute. Ich bin ruiniert. Ruiniert! Was soll ich den Leuten nur sagen? Mike Michelangelo, ich weiß, wie wir Ihnen und Horseland helfen können. Ach ja, das weißt du? Und was schlägst du vor? Erstmal ein Cappuccino. Wir gehen in die Scheune. So, Leute, kommt mit. Schere. Die Schleifen müssen ab. Zu gefährlich. Damit kann man hängen bleiben und dann zieht's dich glatt vom Pferd. Daran habe ich nicht gedacht. Nadel? Faden? Wirklich sehr geschickt. Können wir anfangen? Los geht's! Ich hoffe, Molly hat nicht zu viel versprochen. Sie weiß schon, was sie tut. Molly ist sehr clever. Sie macht das schon richtig. Das glaube ich auch, Calypso. Das glaube ich auch, Calypso. Ich habe da meine Zweifel. Und wow. Na, was sagt ihr dazu? Fantastisch. Na, Mike? Gefallen sie Ihnen? Die sind mehr als Fantastico, Molly. Und dein Name erscheint in Dein Pferd und Du. Wow! Okay, Team. Und jetzt fotografieren wir die neue Frühjahrskollektion. Ich muss sagen, sie ist nicht schlecht, Molly. Nicht schlecht. Danke, Chloe. Mikes Kollektion war sowas von steif und unbequem. Im Gegensatz zu dieser. Ich sage euch mal was. Ich finde die traditionelle Dressurbekleidung immer noch am besten. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Woran? An das Märchen des Kaisers neue Kleider. Und wieso? Wir haben uns auch nicht getraut, etwas zu sagen. Wie die Leute, die dem Kaiser, der durch die Stadt geritten ist, nicht sagen wollten, dass er nichts anhat. Weißt du, du hast recht. Aber nackt waren wir dank Mode, Mike, ja nicht. Gott sei Dank. Stimmt, Benny. Meine Katzenkekse sind zu trocken, mein Thunfisch schmeckt zu fischig und seht euch mein altes Halsband an. Ich traue mich schon gar nicht mehr in die Öffentlichkeit. Und weit und breit kein Ärger in Sicht. Ich hasse es, wenn alle glücklich und zufrieden sind. Ja. Angora, jetzt hör endlich auf. Ja, bitte.
Ich weiß nicht, was ihr beiden habt. Ich sage doch nur ganz klar und deutlich die Wahrheit. Du sagst nicht die Wahrheit, Angora. Du beschwerst dich. Das ist ein Unterschied, weißt du? Nein, das weiß ich nicht. Worin liegt dieser Unterschied, wenn ich fragen darf? Sich zu beschweren. Auch meckern genannt? Weil einem irgendetwas nicht passt, ist eine Sache. Aber jemanden in Gefahr zu bringen, weil man den Mund nicht aufmacht, ist etwas ganz anderes. Ich glaube, du hast mich sehr gut verstanden, Angora. Angora, pass auf! Oh.